Wir sind beim Sumpfläufer angekommen. Sumpfläufer ist wie der allererste Boss, den ihr in dem Spiel kennengelernt habt. Die Schwachstellen sind identisch, also hier im Gesicht, mittendrin Schultern und oben die Pöppel, die da auf den Schultern sind. Der Kampf geht über mehrere Phasen. Ihr solltet auf jeden Fall Giftresistenz dabei haben, weil er ist dann doch relativ für Giftschaden oder gegen Giftschaden immun. Also Elektroschaden ist er sehr, sehr anfällig, Feuerschaden ein wenig anfällig. Der hat die gleichen Phasen wie der allererste Boss. Sprich, er macht AOE-Flächen auf dem Boden, denen ihr ausweichen solltet, wo ihr nicht drinstehen solltet. Dann macht er in der Verteidigungsphase, in der er immun wird, an seinen Knien diese Zylinder raus, die man beschießen muss. Und das wiederholt sich halt ein-, zweimal, je nachdem, wie viel DPS man auf ihn drauf bringt. Und dann war es das im Prinzip. Also dann ist der Boss relativ schnell down. Das wiederholt sich. Und aus dem Gift, wie gesagt, ihr solltet, eine Giftresi wird empfohlen von 2900. Ich habe jetzt 800 und ein bisschen, habe aber auch einen relativ großen Live-Pool. Und den versuche ich hier einzusetzen. Ich habe halt primär auf Leben geskillt. Der ist relativ munitionsintensiv. Ich versuche das gerade mit einer anderen Waffe hinzuspielen. Die macht nicht so viel DPS. Wollte ich mal austesten bei ihm. Aber geht genauso gut oder schlecht wie andere Waffen auch. Also das ist jetzt die Phase, wo man auf die Zylinder gehen sollte. Sprich, der ist gegen alles andere immun. Also wie gesagt, ist komplett wie der erste Boss. Ist kein Hexenwerk. Wie ihr seht, Schilde haben wir schon down. Zylinder sind jetzt dran. Und einmal Muni nachladen. Oh. Und halt versuchen, immer aus den Giftpfützen auszuweichen, etc. Jetzt hat er vorne noch die Schwachstelle auf der Brust. Ne, die ist auch schon kaputt. Schulter noch. Okay. Wo ich mich gerade nicht hochziehen kann. Ach, da ist schon jemand. Schulter kaputt. Und dann DPSen. Meisten Schaden fügt ihm halt mit, also Feuer ist relativ neutral, meister Schaden geht halt rein mit Elektro. Da hat er die schlechteste Resistenz gegen. Oh. Ich muss mal eben weg. Immunitätsphase. Wie gesagt, ich teste jetzt gerade noch Waffen aus, deswegen ist jetzt die DPS bei den Waffen nicht so hoch. Aber reicht für den Boss. Die anderen machen auch einen Schaden.
Wobei ich gerade feststellen muss, dass die Waffe echt schlecht ist. Also so schlecht, schlecht. So. Und das war der ganze Bossfight, wie gesagt. Einfach nur merken, Taktik wie beim ersten Boss. Giftresistenz einpacken ein bisschen. Wenn ihr einen Tipp haben wollt, Max LP würde ich bevorzugen bei den meisten, im Gegensatz zu Max Shield. Dann seid ihr auch schon durch.